Ja, Freunde, so sieht's aus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skill-Video. Mein Name ist Marcel und wir skillen heute mal den Swap Skylander Fire Kraken vom Element Feuer. Und ja, ihr wisst ja bestimmt, Fire Kraken ist einfach mein Top-Favorit bei den Skylander Swap Force. Er sieht einfach nur hammergeil aus, wie so ein chinesischer Drache. Wenn die Chinesen da drüben ja ihr Drachenfest feiern, fliegen ja immer solche Pappdrachen dann ja über die Städte. Und sieht auf jeden Fall richtig geil aus, werden da Paraden gemacht. Und er hat auch so einen Paradestock zum Schlagen in der Hand, der mit Feuer, also rechts und links ist, wo Feuer rauskommt. Und ja, so sieht auch dann sofort seine erste Attacke aus. Er schlägt nämlich damit, dreht ihn dabei auch noch, zieht 34 Schaden ab, also schon ganz schön ordentlich. Und seine zweite Attacke besteht darin, dass er mit seinem Schwanz schlägt. Und da kann man sogar eine Combo machen, heißt, wenn man Kreis, Kreis und nochmal Kreis drückt, dann seht ihr, dass er dann so Feuerwerkskörper auch abschießt. So, zack, zack und jetzt sowas Blaues, warte mal. So, so. Da habt ihr gesehen, nämlich dann kommt so eine blaue Feuerwerksrakete, zieht 25 Schaden ab. Also der Angriff, der Schaden, der steigt dann immer, wenn wir dann so eine Combo machen. 10, 10, 25. So, und ja, wir wollen jetzt skillen, also gehen wir zum Gorm. Bist du bereit, physische Perfektion zu erreichen, die es mit meiner aufnehmen kann? Und dann in unsere Entwicklungskapsel. Und wir fangen mit oben an. Und zwar haben wir dort Drachenparade. Halte Dreieck, um in ein Drachenkostüm herumzurennen, wobei du Gegner in deiner Bahn Schaden zufügst und sie zurückstößt. Ja, das ist das, was ich nämlich meinte. So Drachenkostüme, Pappdrachen werden dann da in den Städten rumfliegen, machen dann richtig geile Paraden. Also sieht auf jeden Fall schon geil aus. Und jetzt, boah, guckt euch das mal an. Habt ihr das gesehen? Ist das geil? Hört mal die Musik dabei, hört mal. Hammergeil. Ist ja wohl cool, oder? So, schauen wir mal. Ja, 18er Schaden. Finde ich gut. Ist ja wohl gediegen, Alter. Oh, ist das cool. Könnte ich den ganzen Tag machen. Oh, ist das geil. So. Dann haben wir Leuchtstab. Halte Viereck, um einen neuen Stab zu schwingen, der mehr Schaden bewirkt. So, schauen wir einmal. Also, ich halte jetzt Viereck. Ja, nee, ne? Ich gehe mal von aus. Ja, seht ihr, jetzt nimmt er auch 44er Schaden. Gerade war es mal 36. Es ist einfach nur, steht halte Viereck. Ja, passiert zwar nichts, wenn ich halte, aber wenn wir die ganze Zeit drücken zum Schlagen, zieht er jetzt halt mehr Schaden ab. Also 44er Schaden ist doch schon stattlich, würde ich sagen, ne? Halte Viereck, um einen Stabangriff aufzuladen. Lass wieder los, um eine große Explosion zu verursachen, die bei Gegnern in der Nähe Schaden bewirkt. Was ich auch gut finde, pass mal auf, ich zeige euch das mal hier. Wenn man den nämlich hier so lässt, dann spuckt er dann nämlich so Feuer da aus dem Stab. Macht das mal jetzt. Da jetzt. Ne, jetzt hat er in den Mund genommen. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Da jetzt. Zack. Das finde ich cool. Dann spuckt er so in das, pustet er so in das Feuer. Und dann kommen so kleine Funken. Finde ich auf jeden Fall cool. So, was war das jetzt? Ach ja, genau. Wir müssen halten. Okay. Dann lassen wir los. Und 58er Schaden. Er schlägt dann ordentlich zu. Guckt euch das an. Das nimmt leider keinen Schaden. Und dann, zack, richtig gut. So, dann gucken wir mal weiter, was wir jetzt machen. Oder besser gesagt, was jetzt kommt. Ich glaube, jetzt müssen wir nämlich einen Weg wählen. Da haben wir zum einen die Trickkiste. Starte ein fantastisches Feuerwerk, um Gegner zu blenden, umzustoßen. Und prächtige Parade. Füge der Drachenparade Flaschenraketen, Wunderkerzen und noch mehr Feuerwerk hinzu. Und ich glaube, das machen wir auf jeden Fall auch. Wir wollen schön auf die Drachenparade skillen, weil auf jeden Fall sieht das für mich
absolut geil aus, bin mir ganz offen und ehrlich zu euch, weil guckt euch das mal an. Ich finde das so cool, ne? Wenn er da so ein chinesischer Drache ist, ey, ich finde das so geil. Wir werden auch auf jeden Fall auf Drachenparade skillen, da kenne ich nichts. So. Prächtige Drachenparade, jawohl. Haben wir, alles klar. So, ja des Drachen. Drachenparade bewirkt mehr Schaden, hält länger an und reduziert den erlittenen Schaden, solange sie aktiv ist. Gut, sehr gut, sehr gut. Und Drachenkerzen. Drachenparade verschießt farbenfrohe explosive Feuerwerkskörper auf Gegner in der Nähe. Ist das geil. Oh, ist das geil. So, jetzt gucken wir erstmal. Ist das cool. Hammer. So, jetzt hier die Feuerwerkskörper, 20er Schaden. Richtig schön. Jawohl. Ach guck mal, wir können auch so durch die Puppen mehr durch die Gegner. Hier. Hammer geil, oder? Ich find das so cool, diese Attacke. Ich glaube, das ist meine Lieblingsattacke. Ich habe zwar noch nicht viel geskillt, aber die bockt auf jeden Fall richtig, ey. Hammer geil. Und dazu auch noch die Musik, ey. Boah, ich könnte ja den ganzen Tag machen. Ich glaube, ich setze mich mal einen Tag hin und mache mir das. Hammer geil, ey. Richtig gut. Dein Name, Freunde, Drachentanz. Halte Dreieck, um Drachenparade zu starten. Lass wieder los, um das funkende und explosive Drachenkostüm auf Gegner abzufeuern. Okay. Das ist nämlich seine Attacke für den Seelenstein. Schauen wir mal, ne? Wie das jetzt passiert. Ah, okay. Also das heißt, wir können dann hier raus und der greift weiter an. Und dann können wir hier so weiter angreifen. Und der Drache geht dann einfach weiter. Ist natürlich auch gut, muss ich sagen. Guck mal so. Und dann können wir hier weiter noch mit angreifen. Und der Drache ist trotzdem da. Ist natürlich cool. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Also der obere Weg, der hat mich natürlich jetzt schon mal fasziniert, muss ich sagen. Ja, ganz schön. Ganz, ganz schön. So, unten haben wir Angeber. Drücke dreimal Kreis, um drei farbige Geschosse gleichzeitig abzufeuern. Okay. Also, 1, 2, 3. Wie? 1, 2, 3. Jo, waren drei Stück. Vorher war es ja immer nur blau. Ja, ja, jetzt ist es auch noch grün und rot, glaube ich. Ja, auf jeden Fall sind es jetzt drei Stück. Ziehen alle drei 25er Schaden ab. Auf jeden Fall gediegen. Ja, cool. Schön die Feuerwerksraketen da rauskloppen. Dein Name, Freunde, Aufkraken. Drücke X, um zu springen und Feuerwerk abzuwerfen, das bei Gegnern in der Nähe Schaden bewirkt. Also wenn wir jetzt springen, dann macht ihr einfach mal Feuerwerk. Also haben wir jede Taste belegt, wo man Schaden zufügen kann. Oder? Ja sicher, guckt euch das an, unten. Richtig gut. Schauen wir mal, wie viel das wirklich bewirkt. 38 und 25. Guck mal, wir springen einfach nur am Gegner. Ob das der einzigste Skylander ist, der wirklich alle Tasten belegt hat mit Schaden? Weil die anderen, die ich bis jetzt geskillt habe, wenn ich da X drücke zum Springen, die haben irgendwie keinen Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Riesenknaller, halte kurz Kreis, um einen Zeitzünder zu starten, der nach kurzer Zeit ein massives Feuerwerkangriff auslöst. Guck mal, der Schwanz, guck mal, der Schwanz. Was? Was? Guckt euch das an. Und dann lasse ich los. Nee. Ach, guck mal, die Zündschnur, die geht... Oh, das ist cool. 120er Schaden. Guck mal, der zündet den Schwanz an. Guck mal, da wie so eine Lunte. Seht ihr das? Geht das immer weiter. Und wenn er dann unten da am Körper ist, am Hintern, dann zack, bam. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt mal ehrlich. Also, das ist ja wohl ein Hammer Skylander. Boah.
ist das geil. Ich weiß schon, warum das mein Lieblings-Swap Skylander ist. So, Freunde, Wege. Betäubender Funke macht deine Gegner mit Funkangriffen benommen. Und Bummhüpfer, hüpfe und verschießt Feuerwerk, das explodiert und großen Gegnergruppen Schaden zufügt. Ja, ich würde sagen, wir machen auch wieder den unteren Weg, weil oben ist nur Betäubung und ich bin so fasziniert auf dieses Feuerwerkzeug hier. Auch wenn wir jetzt springen, dann nimmt das noch mehr Schaden, das machen wir auf jeden Fall. Also wir nehmen den Weg Bummhüpfer. So, dann haben wir. Drücke zweimal Kreis für einen Hüpfangriff, der in einem größeren Umkreis mehr Schaden bewirkt. Ah, okay. Und direkt gezündet. Ich habe nur ein drittes Mal gedrückt, ein bisschen gehalten, direkt gezündet. Schön wieder am Gegner, zack. Boah, habt ihr gesehen? Der nimmt sogar... Wartet mal, was ist denn, wenn wir in der Mitte sind? Nimmt er dann allen drei ab? Ist das so eine große Reichweite? Boah, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ist das cool? Jetzt wieder in der Mitte, zack. Hammer. Unglaublich, dieser Skylander, der macht mir ein bisschen fertig. Der ist so cool, der ist so geil. Hammer. Auf den Gegner, halte kurz Kreis, um die Lunte für den Riesenknaller anzuzünden und alle Gegner in der Nähe wegzustoßen. Nein. Auch noch? Yo, habt ihr gesehen? Der wirbelt einmal schnell mit dem Schwanz dann. Und guck mal, wir können dann immer noch die Schwanzattacke machen. Jetzt guck mal, jetzt macht er einen Wirbel da einmal schnell. Zack. Geil. Unglaublich. Da, mir fehlen da echt die Worte. Ist ja cool. Mir fehlen da so die Worte. So, Freunde, und zum Schluss riesiger Knaller. Der Riesenknaller erzeugt eine riesige, farbige Explosion, die mehr Schaden in einem größeren Radius bewirkt. Unglaublich. So, jetzt schauen wir mal. Hundertfünfziger jetzt. Was passiert denn, wenn ich hier mittendrin bin? Ob wir alle fünf jetzt treffen, der sagt ja größerer Radius. Na, jetzt schauen wir mal. Ja, nee. Ist auch bestimmt größerer Radius, aber so groß ist er dann auch nicht. Aber trotzdem, Freunde, guckt euch das an. Jetzt 150er Schaden, großer Radius. Wir hüpfen hier und trotzdem macht er noch Schaden an den Gegnern. Hier, das ist ja auch schon alleine 44er Schaden, so brutal stark. Und dann haben wir hier noch unser schönes Drachenkostüm. Naja, mit keinen Worten muss ich sagen. Ganz offen und ehrlich, also ich bin von Firecracken sowas von begeistert. Also diese Attacken, die sind einfach geil. Einfach gediegenst cool. Ja, Freunde, wenn ihr Firecracken noch nicht habt, ne, dann habt ihr es jetzt gesehen. Also sowas muss man unbedingt haben. Allein wegen den Attacken und auch der Schaden, der ist ja auch schon sehr, sehr geil. Das ist unglaublich. Mir fehlen da echt die Worte. In dem Sinne bin ich raus, Freunde. Mein Name ist Marcel. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Und wünsche euch viel Spaß beim Swappen und holt euch auf jeden Fall Firecracken. Bis dahin.